Ja, vielen Dank. Ein ausführliches Impulsreferat. Mal sehen, welche Impulse wir jetzt davon ins Gespräch mit hineinnehmen können. Vor allen Dingen die Ethik. Mit der wollen wir mal kurz anfangen und vor allen Dingen die Ethik in unsere Praxis hinein befördern. Und Sie werden ja auch häufig damit konfrontiert, dass es halt heißt, die Homöopathie bei Ihren Patientinnen und Patienten anzuwenden, das sei unethisch. Warum? Also das wird ja auch gerade auf diesen Münsteraner Kreis, der von einer Ethikprofessorin angeführt wird, hingewiesen. Und daher kommt der Vorwurf, es sei unethisch, die Homöopathie anzuwenden. Meine Frage an Michaela Geiger in den homöopathischen Arztpraxen. Klärst du da deinen Patienten vorher auf, dass eigentlich eine unethische Medizin gerade zur Anwendung kommt? Ehrlich gesagt hat mich jetzt noch keiner, und ich praktiziere ja auch schon seit 15 Jahren, direkt gefragt, jetzt auch aus diesem Kontext. Ich denke, es ist wichtig, wie auch in den anderen Themen, die jetzt schon angeführt worden ist, was ist Ethik und in welchem Kontext wir arbeiten, dass wir wichtig und verantwortungsvoll eben als Medizinerinnen und Mediziner arbeiten für den Patienten und der Patient natürlich im Zentrum steht und zum Wohle und wir natürlich abwägen. Wenn, es wird ja immer wieder gesagt, wir würden irgendwie die Situation verkennen, und man muss ja wirklich sagen, da liegt es ja nicht an der Methode an und für sich, sondern an das Verkennen des Arztes. Also wenn beispielsweise dann jemand eine große Verletzung hat, dann würde man ja auch nicht nur beispielsweise einen offenen Beinbruch, einen Salbenverband machen und ein paar Globuli geben, sondern man hat die Situation eben verkannt. Und ich denke, wir arbeiten sehr bewusst und nachhaltig und verantwortungsvoll und somit auch ethisch. Aber mal an Stefan Reis weitergegeben die Frage, ist es denn eventuell dann eher auch unethisch, die Homöopathie nicht anzubieten? Entschuldigung. Also zunächst mal möchte ich nochmal auf den Vorwurf eingehen, dass es unethisch ist, die Homöopathie halt anzubieten oder überhaupt als Therapie anzubieten und die Patienten nicht darüber aufzuklären, dass wir eigentlich was machen, was gar nicht funktionieren kann. Und dass uns damit Betrug vorgeworfen wird, weil wir als Scharlatane oder Schwurbler oder sonst was bezeichnet werden. Und wäre es so, dass wir jetzt wieder besseren Wissens eine Therapie anbieten oder auch anwenden würden, von der wir wüssten, sie würde nicht helfen, dann wäre der Vorwurf ja berechtigt. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Das heißt, zunächst mal ist dazu zu sagen, dass wir eine durchaus wirksame Therapie anbieten und wir auch wissen, dass die wirksam ist und deswegen ist es nicht unethisch, die anzubieten und anzuwenden. Es ist allerdings unethisch, Patienten eine wirksame Therapie oder auch eine möglicherweise wirksame Therapie vorzuenthalten, gerade dann und in den Fällen, in denen es keine Alternative dazu gibt oder auch keine evidenzbasierte Therapie gibt. Ich habe das ja zum postoperativen Ileus neulich mal dargestellt, wo es keine evidenzbasierte Therapiemöglichkeiten gibt in der herkömmlichen Medizin. Und wenn die Hinweise auf eine Wirksamkeit einer homöopathischen Behandlung, die es ja studienbasiert gibt, wenn die auch nur annähernd eine Möglichkeit darstellen, dann ist es unethisch, Patienten diese Möglichkeit vorzuenthalten. Danke. Wenn wir die Diskussion in der Öffentlichkeit über das Image der Homöopathie verfolgen, taucht auch in der Tiermedizin immer wieder ein Vorwurf auf und der ist sehr heftig und das heißt meistens, desto heftiger der Vorwurf, ist für uns häufig ein Zeichen, dass wir auf einem sehr guten Wege sind. Das heißt, in deinem Gebiet, Birgit, Homöopathie sei Tierquälerei. Aus dem Grund, dass eine nicht wirksame Therapie, wie es heißt, auch noch an wehrlosen Patienten, dem Tier, der Kuh, dem Schwein in deinem Fall, verordnet wird, ähnlich wie auch bei den Kindern, die sich halt nicht wehren können. Wie erlebst du das? Also wenn man generell mal davon ausgeht, Tiere müssen ja auch behandelt werden, dann muss ich grundsätzlich mal fragen, mit was behandle ich Tiere? Und dann, welche Tiere behandle ich? Soweit ich Tiere behandle, die im Haustierbereich sind, kann jeder für sich selber entscheiden. Wenn aber Tiere behandelt werden, die in die Nahrungsmittelkette laufen, dann sollte man sich eigentlich schon grundsätzlich Gedanken darüber machen. Und wir als homöopathisch behandelnde Therapeuten oder eben auch Landwirte fallen natürlich immer da in so ein nicht vorhandenes Loch. Aber es ist so, dass das Problem ja ist, die Gesellschaft bewegt sich sehr weit in das Thema Tierwohl,
Vegetarier, Veganer, darf man überhaupt Tiere behandeln? Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir von Haus aus sagen können oder sollten, auch Nutztiere haben ein Recht auf Homöopathie. Und alles, was wir aus diesen Produkten gewinnen können, ist eigentlich ja nur ein gesundes Lebensmittel. Mhm. Und das ist ja alles, was wir eigentlich wollen. Danke. Herr Seidner. Herr Seidner, diese Diskussion um diese Ethik in der Praxis, egal jetzt ob in der konventionellen oder in der homöopathischen Praxis, und das, was so von außen, von der Kritik aus Skeptikerseite kommt, dringt das bis zu Ihnen in den Landtag, in die Politik mit hinein? Und wenn ja, wie? Also erstmal herzliches Grüß Gott. Schön, dass ich da sein darf, dass Sie mich eingeladen haben. Funktioniert nicht, gell? Ach so, dann ist... Soll ich ein bisschen einfach weiterreden, bis Sie mich hören? Okay. Gut. Natürlich dringt es bis zu uns vor, weil wir als Arbeitskreis Gesundheit und Pflege der CSU-Fraktion bewusst auch auf integrative Medizin setzen. Also auf Medizin, die Schulmedizin und komplementärmedizinische Methoden verbindet, vereint. Da haben wir in Bayern große Erfolge erzielt. Beispielsweise in Bamberg gibt es jetzt seit 1. Januar ein solches Zentrum. Wir lassen eine Studie anfertigen, können wir noch genauer darauf eingehen. Und eben auch diese Überlegungen der Homöopathie, die wir auch in dem Antrag mal selber genannt haben, da kamen sowas von heftige Reaktionen. Aus welcher Ecke? Von Schulmedizinern, auch von Ämtern, Behörden und so weiter, auch Menschen, die sonst ganz friedlich sind, haben dann, ja, war wirklich erstaunlich, das Thema polarisiert. Das Thema polarisiert, das spüren wir. Aber ich spüre natürlich auch, und mit mir meine Kollegen, wir sind zu 8 im Arbeitskreis, 8 Abgeordnete, dass viele Menschen auf Homöopathie schwören, dass es ihnen hilft. Deswegen können wir nicht einfach sagen, da ist nichts, das lassen wir einfach mal so sterben oder da, wie das die FDP machen möchte, keiner zahlt mehr was dafür, weil das ja Volksverdummung oder Volksgefährdung sei. Das geht so nicht. Es wird dann schwierig, das ist der einzige ethische Aspekt, den ich sehe, wenn Menschen tatsächlich nicht wüssten, was sie da ihren Patientinnen und Patienten antun oder nicht das im besten Wissen und Gewissen ihnen verabreichen würden, also wenn man jemandem bewusst schaden wollte. Das ist aber doch definitiv nicht der Fall. Weder bei den Schulmedizinern, vielleicht gibt es da auch hin wieder ein paar, aber weder bei denen noch bei den Heilpraktikern noch bei den Homöopathen. Also deswegen sehe ich das da ganz entspannt. Und wer so argumentiert, dass er ihm eine Ethik abspricht, da fehlt es also oft von der gemeinsamen Basis, von der wir uns doch bitte beide und alle Seiten bewegen sollten, damit wir hier auch zu vernünftigen Lösungen kommen. Das ist doch der Austausch, dass man sich Argumente anhört, dass man das weiterträgt und dass man dann versucht, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, zu einem Ringen um die beste Lösung. Und es gibt genug Menschen, die auf Homöopathie schwören, denen auch die Homöopathie, zum Beispiel nur die Homöopathie, hilft. Und das wollen wir doch in der Politik auch transportieren. Vielen Dank. Dass Homöopathie Betrug ist oder Tierquälerei und so weiter, das bekommen wir ja seit einigen Jahren nun zu hören. Häufig haben wir dann das Gefühl, wie in der Öffentlichkeit stehen wir so schlecht da. Warum eigentlich? Was passiert hier mit uns, mit unserer Homöopathie? Warum wird sie in der, ja, hauptsächlich in den Medien, damit hat es ja hauptsächlich angefangen, so gebasht, beziehungsweise auch heute jetzt in der Politik, in den Ärztekammern, es kommen ja immer mehr Bereiche inzwischen dazu. Und da stellt sich mal so die Frage, was machen denn die Verbände? Was machen die, die uns quasi vertreten in der Öffentlichkeit? Gehen die nicht in die Redaktion, gehen die nicht in die Politik, setzen die sich nicht in den Ärztekammern für uns ein? Deswegen haben wir ja hier VKHD und DZVE da. Ganz kurz ein Wort noch dazu, das sind Verbände, die ehrenamtlich geführt werden, zwischen Familie, Praxis und sonstigen Geschichten, die sich aber sehr professionell halt dann einsetzen müssen, um halt dagegen zum Beispiel eine agenturgesteuerte Skeptikerkampagne sich einsetzen müssen oder halt in Medien mit
gewieften, sage ich es mal, Redaktionen zusammenzuarbeiten. Aber was passiert? Was ist der Plan? Und da würde ich gerne mal Michaela Geiger fragen, der große Zentralverein, der Name sagt es ja schon, Zentralverein. Wie steht er da, wo wir im Moment die SPD, die ist völlig unterm Radar, auch jetzt plötzlich gegen die Homöopathie aufgestanden in Berlin. Die kleine SPD Pankow hat es geschafft, dass der Landesparteitag der SPD sich gegen die Homöopathie ausgesprochen hat. Dabei hat er sich gar nicht ausgesprochen, sondern das war eine En-Bloc-Abstimmung. Das hat die Abgeordneten da gar nicht interessiert oder die Delegierten. Aber trotzdem findet es dann so den Weg in den Bundesparteitag. Die Ärztekammer Sachsen-Anhalt und Bremen haben die Weiterbildungsordnung verändert. Die Homöopathie ist draußen, Westfalen-Lippe hat es aber angenommen. Aber was macht der Zentralverein? Mal ganz kurzes Statement. Kurz und knackig. Kurz, aber... Genau. Also ich bin jetzt seit 5 Monaten im Alt. Was machen wir? Wir haben sicherlich unterschiedliche Ebenen. Zum einen muss man die Ebene der Medien anschauen und zum anderen das, was im Hintergrund läuft. Für uns ist wichtig, sicherlich als Arztverband die Wahrung der Zusatzbezeichnung zu formieren. Es ist uns ja letztes Jahr auf Bundesebene gelungen. Das ist in der Musterweiterbildungsordnung die Zusatzbezeichnung, eine der ältesten Zusatzbezeichnungen, auch da wieder zu implementieren und zu bewahren. Nun geht es eben in die Kammern. Es war auch damals letztes Jahr so, dass von 17 Landesärztekammern bundesweit 10, 9 dafür waren und die 6, 7 waren dagegen. Also von daher wundert uns das Bild erstmal nicht, dass es schon immer Landesärztekammern waren, die gesagt haben, sie machen ihr eigenes Ding. Da war ganz vorne auch schon immer Bremen gewesen, Sachsen-Anhalt auch. Das ist jetzt im Grunde der Ist-Zustand, der sich auch schon auf Bundesebene immer formiert hat. Wir arbeiten natürlich viel im Hintergrund, tauschen uns aus, sind auch wirklich in den Kommunikationsoptimierungen auch unserer Landesverbände, sozusagen auch von unseren Strukturen. Wichtig ist auch, was ich jetzt in den Jahren auch formiert habe für uns, ist weitaus mehr, sich zu integrieren, eben in dem Kontext auch der integrativen Medizin, auch mit den ganzen ärztlichen Gesellschaften zusammenkommen. Also auch da in permanenten Austausch, Diskurs beim DGAM, Hausärzteverband und wie die alle miteinander heißen, dass wir da auch Gesichter waren, die auch ein mitbekommen, was wir tun und was wir auch können in diesem Kontext. Ebenso an den Universitäten, ebenso an den Ministerien heranzugehen, dass wir eben in diesem Expertenkontext auch leben. Wir haben auch über die Jahre unter unterschiedliche Verbündnisse, sei es eben im ärztlichen Kontext, der große Dachverband ist die Hufeland-Gesellschaft, aber auch in vielen Gesprächen mit den Heilpraktikerverbänden, mit den Patientenverbänden da in den Dialog zu kommen. Man muss es aktuell wirklich auch abkoppeln, was gelebt wird tagtäglich im Hintergrund und was die Leitmedien rüberbekommen. Es werden ja Maßstäbe hochgesetzt, zum Beispiel wir seien unwissenschaftlich, wo man sich wirklich sagen muss, was ist überhaupt Wissenschaft? Und da versuche ich jetzt auch in meinem neuen Amt und Würde in den Diskurs kommen, auch aus diesem Boxring, kann man fast schon sagen, rauszukommen, sich zu abstrahieren und sagen, wenn Sie sagen, wir sind unwissenschaftlich, muss man ja auch erstmal fragen, was ist überhaupt die Wissenschaft? Und die Wissenschaft ist ganz klar eine Erkenntnis von gewissen Verfahren, aber auch die Erfahrung, das steht auch in sämtlichen Lexika. Und ich finde, da muss man auch wieder neu formieren. Die wissenschaftlichen, journalistischen Reigen haben eben da einen Diskurs, den sie neu mit uns zu bespielen haben. Aber somit finde ich es auch wichtig, auch für unseren Mitgliedern haben wir immer die Thematik, wir tun nichts, weil die meisten orientieren sich an den Leitmedien, dass wir uns selber in-house immer noch optimieren können, da sind wir jetzt auf dem besten Weg. Ich bin jetzt auch neu da. Vielen Dank. Stefan, wie optimiert ihr euch denn? Wir optimieren uns zum einen insofern, als dass wir in der letzten Zeit die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen aktiviert haben und versuchen, das Bild der Homöopathie in der Öffentlichkeit einfach so darzustellen, wie es nach unserer Überzeugung ist und ein Gegengewicht zu schaffen gegen die einseitige, na, kritisch kann man ja gar nicht sagen, skeptische Sichtweise. Ansonsten versuchen wir ja auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Stiftung Homöopathie-Zertifikat die Qualität der Homöopathie
nicht nur hochzuhalten, sondern auch weiter zu verbessern. Das ist sicherlich auch ein Arbeitsfeld, das ganz wichtig ist für uns Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Und wir versuchen auch, in die Politik reinzuwirken, da wo das geht, aber das ist ein schwieriger Weg. Man kann nicht einfach in irgendeinem Ministerium anrufen und um ein Gespräch mit dem Minister bitten. Das sind Mühlen, die manchmal etwas langsam mahlen, aber wir sind dran. Und die Agenda für die nächsten Jahre ist, weiter gute Öffentlichkeitsarbeit machen, gut informieren, gut auch die Patientinnen und Patienten informieren über Homöopathie und zu versuchen, an die Entscheidungsträger ranzukommen und die zu informieren über Homöopathie. Denn was wir festgestellt haben bei den Gesprächen mit den Politikerinnen und Politikern ist, dass die häufig ganz schlecht informiert sind. Die sind nicht gut in einer Richtung informiert, die sind überhaupt nicht informiert. Und eine ausgewogene Information, keine, die, sagen wir mal, werbend für die Homöopathie da auftritt, sondern eine ausgewogene, auch selbstkritische Information hilft da, glaube ich, viel mehr oder hilft da überhaupt was. Und das ist das, was wir für die nächste Zeit vorhaben. Vielen Dank. Herr Seidenhardt, ist ja quasi eine Steilvorlage. Sie als unser Politikexperte, Herr Reiß sagt, die Politiker sind gar nicht oder falsch informiert und man kommt eigentlich auch gar nicht so richtig an sie ran. Man kann sie denn nicht unbedingt anrufen. Haben Sie mal einen Tipp oder erleben Sie das völlig anders? Ich bin ja vielleicht betriebsblind, weil ich nicht weiß, wie die anderen informiert sind. Bei uns ist es so, also ich selber habe ja Kontakt gehabt mit Frau Dr. Kruse aus dem Hauenischen Kinderspital, Frau Fröhlich von der Hahnemann-Gesellschaft war mal bei mir, Frau Schmidt-Diehl. Ich habe gerade beim Herfahren noch eine andere Sache mit Professor Kavuras gesprochen, der in Bamberg Schulmediziner und Homöopath ist. Also da habe ich so meine Quellen, die Leute, mit denen man einfach so redet. Auch bei uns im Arbeitskreis sind wir, glaube ich, bei dem, was die integrative Medizin, die Komplementärmedizin anbelangt, ganz gut aufgestellt. Mein Stellvertreter Klaus Holitschek zum Beispiel ist Präsident des Bayerischen Kur- und Heilbäderverbands. Und diese ortsgebundenen Heilmittel, die werden ja auch von einigen schief angeschaut, also Kneippsche Methodenlehre und so weiter. Aber wir meinen, dass das gut und vernünftig ist, weil viele Menschen, ich habe es vorhin gesagt, darauf schwören und damit wirklich gute Erfolge erzielen. Aber es ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch im privaten Umfeld der Kolleginnen und Kollegen viele, die sagen, Homöopathie ist mein Ding, das wende ich an. Andere sagen, nee, für mich ist es halt nichts, aber die dann auch nicht so abweisend sind, wie es beispielsweise in anderen Parteien mal der Fall ist. Ich will jetzt da über keinen Kollegen eine Lanze brechen, aber ich meine schon, dass die allermeisten das Thema kennen, dass sie auch eine Meinung dazu haben, sich selber gebildet haben und dass man sie natürlich noch für Fakten dann mehr begeistern kann und muss, ist schon ein wichtiger Punkt. Und das ist ja auch gerade, wenn ich das an der Stelle schon mal sagen darf, für mich so wichtig, dass wir insgesamt bei der Komplementärmedizin, aber auch bei der Homöopathie mit der Schulmedizin nicht ganz konkurrieren können, weil es nicht diese evidenzbasierten Studien und Ergebnisse gibt. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen es auch machen, dass wir für diese Bereiche der Komplementärmedizin evidenzbasierte Ergebnisse haben. Wir haben deswegen einen Studienauftrag gegeben, schon Anfang des Jahres, wo wir die Erfolge von integrativer Medizin nachweisen wollen für die Diagnose von Morbus Crohn. Und wir wollen jetzt, das wird am Donnerstag wohl im Landtag beschlossen, eine Studie in Auftrag geben oder zumindest anleiern, dass wir einen reduzierten Antibiotika-Einsatz bewirken wollen und das auch über homöopathische Methoden. Das steht da ganz explizit in dem Antrag drin. Da hat sich auch viel Kritik entzündet daran. Ich meine trotzdem, erst wenn man das wirklich getestet hat, und es gibt schon einige Studien, das ist ja ganz wirre, also manche sagen, ihr müsst es gar nicht mehr testen, weil es schon Studien gibt, dann aber erkennen diese Studien wiederum nicht an. Also wir haben bisher, so meine ich, keine Studie, die das wirklich evidenzbasiert nachweist. Es gibt viele auch Meta-Analysen, die sagen, da ist was, da ist Wirkung, da ist eine Wirkungsweise da, da gibt es einen Effekt. Und das muss man einfach jetzt nach der schulmedizinischen Methodenlehre, wie es hier gerade dargestellt wurde, nach dieser evidenzbasierten Medizin austesten und darstellen. Ich meine, dass die Homöopathie da gut wegkommen wird. Und deswegen wird es auf diese Weise auf sachliche, gut argumentative Füße gestellt. Vielen Dank. Zum Thema Forschung wollten wir auch später nochmal kommen. Aber da das Thema jetzt schon angesprochen ist, würde ich gerne dich, Thiago, mal kurz bitten. Es hieß jetzt hier, eigentlich gibt es nicht so die handfesten Studien.
Gibt es sie wirklich nicht? Oder ist es auch da vielleicht ein Kommunikationsproblem, dass das, was wir sagen, es gibt gute Studien, vielleicht nicht bei Entscheidungsträgern, nicht in Medien richtig ankommen? Aber wie ist der Sachstand? Also ich würde gerne erstmal aus dieser Verengung raus, dass wir den Begriff Studie benutzen. Das ist nämlich ein etwas missbrauchter Begriff. Ja? Was heißt denn das, Evidenz in Studien? Welche Art von Studien meine ich denn? Und zu welchem Effekt werden die durchgeführt? Wenn man sich die Cochrane Collaboration Kriterien anschaut, unterscheidet sie zwischen Arzneimittelwirksamkeit und Therapieeffekt. Und Studien für Arzneimittelwirksamkeit gibt es ein Verfahren, das ist dieses RCT-Verfahren, Randomized Controlled Trial, was sehr strenge Kriterien hat, die man anwendet, um eine Arzneimittelwirksamkeit nachzuweisen. Und man kann diese auch noch in Metastudien, also Meta-Analysen besser gesagt, statistisch auswerten. Das hat gar nichts damit zu tun, ob das Ganze später in der Praxis, ich bin ein bisschen zu laut und hallig eingestellt, das hat gar nichts damit zu tun, ob man später in der Praxis auch vernünftige Therapieeffekte hat. Und wenn wir das erst einmal unterscheiden, die Effektivität in der Therapie und die Wirksamkeitsnachweis eines Arzneimittels, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Denn zur Wirksamkeit von Arzneimitteln gibt es methodische Probleme für die homöopathische Wirksamkeit, dies nachzuweisen. Das liegt an dem Verfahren der Objektivierung durch die Entzerrung und Verdoppelverblindung. Das ist ein methodisches Problem. Das ist sehr, sehr aufwendig und das kostet ganz viel Geld und das wird nur sehr wenig gemacht. Wenn wir aber gucken, was der Therapieeffekt ist, haben wir sehr, sehr viele. Wir haben die EPH-Studie aus Frankreich. Wir haben in Deutschland mehrere Studien gehabt, die zum Teil über mehrere Jahre mit mehreren tausend Leuten gelaufen sind, die Therapieeffekte definitiv nachgewiesen haben. Wir haben das aus England, wir haben das aus Norwegen, wir haben das aus Brasilien und wir haben auch einige. Dann haben wir sozusagen noch die andere Ebene. Da ist, bei einem HTA-Bericht kommt ja noch die Kosteneffizienz mit dazu. Genau. Es gibt auch mehrere Aspekte, die zeigen, ist es nicht nur therapiewirksam, sondern auch kosteneffektiv. Und diese Dinger, wenn man die zusammenzählt, macht ein Paket von ungefähr, wenn man sie alle ausdruckt, 500 Seiten aus. Also zu sagen, das gäbe es nicht, ist schlicht falsch. Wie gesagt, wenn ich das Studiendesign eines RCT nehme, um eine Arzneimittelwirksamkeit nach einem bestimmten Protokoll zu prüfen, wenn ich das nehme, gibt es nicht so viele diesem entsprechenden Modus angewendete Untersuchungen, die keine fachlichen Mängel haben. Aber, und das muss man ganz klar sagen, dieses Design der Cochrane Collaboration ist, auch wenn man es auf konventionelle Medizin anwendet, auch nicht weniger erfolgreich. Herr Seidenhardt, wir haben, wenn wir das ganz streng so anwenden, maximal 10 bis 14 Prozent dieser Art von Evidenz in der Medizin, unabhängig von Homöopathie. Und wenn ich alles, was das nicht erfüllt, verbieten wollte, dann können wir unsere Krankenhäuser schließen. Das ist eine, wissen Sie, das ist so für mich so ein klassischer, ich sage mal dieses Wort, Trumpismus. Ich erzeuge eine Blase einer Behauptung und dann verwehre ich mich dagegen öffentlich und empöre mich. Und dann muss ich dagegen sein, was ich mir vorher ausgedacht habe. Und das ist natürlich fatal. Und dass diese Sache ausgefochten wird auf dem Rücken der Komplementärmedizin, nur ein ganz kurzer Hinweis. Im Jahre 2014 hat die FDA einen großen bei Food and Drug Administration aus Amerika eine große Arbeit veröffentlicht, dass im Bereich Ökologie und Naturheilkunde, ja, ist bis 2024, also in 10 Jahren, nimm mir mal den Papp von dem Ding und ich bin so laut eingestellt. Wenn man das sozusagen verfolgt, dann wird das um den Faktor 40 steigen. Ein halbes Jahr später sind die Skeptiker mit der Gründung des INHs von der GWUP auf den Plan getreten. Fragen Sie doch mal diese Leute, woher die eigentlich ihr Geld haben für ihre Kampagne. Vielen Dank, Thiago. Also wir sollten ja nur zur Kenntnis geben, dass es diese Kritik gibt und die ist scharf. Die Kritik ist scharf, die auch die Studien anzweifeln und deswegen war mein Impetus, dass wir die Kritiker mit ihren eigenen Waffen schlagen und deswegen eine solche Studie in Auftrag geben. Das wollte ich nur sagen. Ja, das ist gut. Ich bin selber kein Wissenschaftler. Nein. Ich bin selber kein Mediziner, ich bin auch kein Heilpraktiker, ich bin Jurist.
Und deswegen will ich das einfach ausprobieren und will ich das einfach sehen, weil ich möchte auch die Schärfe rausnehmen. Das tut uns allen nicht gut, wenn wir so dermaßen mit schwerem Gerät aufeinander losgehen. Mhm. Da müssen wir wirklich vernünftiger und fairer miteinander umgehen. Das wäre mein großes Ziel. Ich halte es auch für ein wahnsinnig gutes Signal vom Bayerischen Landtag, vor allem auch von Ihrer CSU, dieses Thema auch nochmal anzusprechen. Wir brauchen Studien. Wir fordern ständig neue Studien im Bereich auch der Homöopathie. Und wir müssen vor allen Dingen auch dieses ganz drängende Problem mit den Resistenzen halt angehen. Und vielleicht können Sie auch die Studie noch ausweiten auf die Tiermedizin. Vermutlich würden Sie da viele Expertinnen und Experten sich darüber freuen, weil da geht es halt auch letzten Endes um unsere Lebensmittel. Wenn ich das schnell sagen darf, die Tiermedizin darf da gar nicht fehlen, weil die Tiermedizin tatsächlich ein wichtiger Bestandteil ist der Residenzentwicklung. Wir haben ja mehrere Punkte bei unserem Paket. Wir haben letzte Periode schon versucht, den Antibiotika-Einsatz zurückzudrängen durch bessere Aufklärung der Ärzte, dass da auch wirklich nicht bei viralen Infekten ein Antibiotikum helfen kann, dass wir eine Antibiotika-Resistenzdatenbank schaffen in Bayern, dass wir neue Arbeitsgruppen da installieren. Das läuft insoweit alles ganz gut in Bayern. Was wir nicht haben, und das ist der neue Fokus, dass wir Antibiotika-Produktion nicht mehr im Inland haben. Wir haben die nur noch in Indien, in Pakistan und auch in China. Hyderabad ist so ein Zentrum. Wir sind ja auch abhängig von denen, muss man auch mal sehen. Ne? Und außerdem sind Antibiotika relativ günstig. Da kann man ruhig, dadurch, dass sie ja nur relativ kurze Zeit genommen werden dürfen, kann man ruhig mal auch von Seiten der Kassen auch mehr Geld zahlen. Ich weiß nicht, wissen Sie, wie teuer eine Tagesdosis eines Antibiotikums ist? Wie viel? Ja, die teuren, den Fluoquinolone kosten 2 Euro, die billigen, die Penicilline kosten 62 Cent. Also das ist die Range. Da kann man doch mal sagen, kann ich noch mal wieder ein bisschen auf Werthaltigkeit und auf Produktion im Inland zurückgreifen. Das ist so ein Ziel. Deswegen auch die Rabattverträge, dass dort Umweltstandards eingehalten werden, dass die Lebensmittel, die zu uns kommen, dass die auch vernünftig keine Rückstände mehr auf Antibiotika nachweisen und aufweisen. Da hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Proben genommen von Shrimps aus Vietnam. In die Aquakulturen werden offenbar prophylaktisch alle möglichen Antibiotika reingeschmissen, damit überhaupt die Viecher überleben oder zumindest so weit überleben, dass man sie noch verkaufen kann. Das kann auf Dauer nicht sein. Deswegen, wir müssen die Nutztiere mitnehmen und Sie haben vollkommen recht, bei den Nutztieren, die zum menschlichen Verzehr geeignet sind und bestimmt sein sollen, ist die Therapiefreiheit der Ärzte eingeschränkt. Da dürfen sie auch praktisch keine oder nur ganz wenige Antibiotika nehmen. Cholestin in der Tiermast ist wieder so ein Thema. Da habe ich neulich erst ein Gespräch gehabt mit dem Bauernverband. Das große Problem an der Geschichte, man glaubt es nicht und da machen uns auch viele Feinde, sind die Haus- oder die Heimtiere. Fifi, wenn er krank ist, der kriegt alles, was geht. Ja? Und die Bakterien, die können wirklich, das ist ein Riesenproblem. Dass der heimische Hund, die Katze, die müssen wir wirklich mit einbeziehen und den Leuten auch sagen, ihr müsst echt aufpassen, was ihr da tut, könnt ihr echt viel anrichten, denn die Todesfälle durch Entzündungen, die wir nicht mehr in den Griff kriegen, werden in 20 Jahren, 2050 oder 30 Jahren Todesursache Nummer 2 sein. Das wird mehr Todesfälle durch entzündliche Reaktionen geben, die nicht mehr in den Griff zu kriegen sind, als durch Krebs in 30 Jahren. Deswegen müssen wir jetzt ansetzen und müssen da echt dagegen steuern. Birgit. Ja, genau. Wir haben ja das Problem, dass gerade auch im Tierbereich mittlerweile ja immer noch 3 Reserveantibiotika eingesetzt werden dürfen von 8 Stück, die ja im Moment noch wirken. Und diese 3 Reserveantibiotika werden sehr häufig eingesetzt. Das bedeutet also, dass einfach diese Menge auch, früher konnte man mit einem Kilo Tetracyclin 39.000 Schweine behandeln, mit Cephalon-Wirkstoffen kann man halt dann 2 Millionen Schweine behandeln, habe ich also wesentlich weniger Mengen, die ich verbrauche, aber trotzdem eben immer auch das Problem. Und sicherlich sind auch die Kleintiere ein Thema, aber so im Nutztierbereich ist es einfach zu problematisch. Und vor allem fehlt bei den Landwirten generell auch die Aufklärung seitens der Schulen, seitens der Ämter, seitens der Verantwortlichen, was die denn eigentlich machen sollen, beispielsweise mit antibiotikabelasteter Milch.
Kühe, die Antibiotika-Behandlung gekriegt haben, hinterlassen sogenannte Hemmstoffmilch. Das heißt also, in der Milch drin befindet sich ein Hemmstoff, der eben kein Bakteriumwachstum mehr auslöst. Diese hemmstoffhaltige Milch ist eigentlich reiner Sondermüll in den Betrieben und wird eigentlich nicht irgendwie gezielt entsorgt. Das bedeutet also sehr häufig, und die meisten antibiotikabelasteten Kühe, die also dann diese Milch haben, hemmstoffhaltige Milch, wird halt an den Kälbern verfüttert. Es geht nicht in die Molkerei. Die Molkereien prüfen die Milch, das geht gar nicht, da gibt es gar keine Möglichkeit. Aber trotzdem gelangt dieses Antibiotika weiterhin in die Umwelt. Und wenn man mal so das hochrechnet, dann haben wir jährlich in Deutschland 500 Millionen Antibiotika-Milch, die unkontrolliert irgendwo landet. Wo landet die dann? Im Gulli, auf dem Hof? Oder? Die meiste Antibiotikamilch wird verfüttert. Und die Empfehlung, es gibt eine Empfehlung, und die heißt konzentriertes Verschütten ins Erdreich. Das heißt also, der Landwirt macht halt die Stalltür auf und schüttet dann diese Milch auf eine Stelle hinterm Haus. An dieser Stelle wächst nichts mehr, das wissen die alle. Also das ist auch meine Empfehlung in die Seminare. Wir sagen, tut's das nicht in die Gülle, die Milch gehört auch nicht ins Abwasser, hat eben da auch nichts verloren, führt Probleme bei den Kläranlagen, die Milch gehört nicht verfüttert. Der Landwirt hat diese Antibiotikamilch, mit der steht er vollkommen alleine da. Und da kümmert sich keiner drum. Also ob das so stimmt, das weiß ich, also alles, was ich gehört habe vom Bauernverband und so weiter und auch in einer Anhörung, die wir 2016 durchgeführt haben, war ich das zu bezweifeln. Ich kann nur die Zahl verifizieren, dass die Zahl der Antibiotika eingesetzten Antibiotika in der Tiermast deutlich zurückgegangen ist. Von 2007 waren es noch 1700 Tonnen auf jetzt 2018, 19 auf 700, 750 Tonnen. Da ist dieses Cholestin mit drin, da muss man sagen, das ist ein Problemstoff für uns alle. Aber ich glaube, dass die Landwirte, unsere heimischen Landwirte, sehr bewusst mit den Antibiotika umgehen. Das sieht man anders, ich sage es in Vietnam und anderen Stoffen, wo wir auch viele Lebensmittel beziehen, auch wenn wir Rindersteaks aus Argentinien oder Bolivien oder Brasilien herbekommen, denen ist das egal. Ja? Aber unsere Landwirte, die werden sehr wohl auch geschult darin, sehr wohl geschult. Aber ich kann das gerne nachprüfen, das würde mich selber interessieren. Weil es wird natürlich keinen Teil des in Problems Deutschland geben, der so viele Landwirte schult wie ich. Ja, deswegen bin ich gespannt. Also eine Verständnisfrage, dürfen die Antibiotika-Abgaben die Landwirte selbst tätigen oder geht es dann über die Tierärzte? Die Tierärzte geben Antibiotika ab, der schreibt dann Abgabebeleg, den sortiert der Landwirt in sein Bestandsbuch ein und dokumentiert es auch und dann versucht er die Milch, natürlich kann er nicht in die Molkerei liefern, weil da geht alles kaputt, jeder Landwirt wird vor jeder Ablieferung in die Molkerei beprobt und das ist also unmöglich, da findet man kein Antibiotika, aber eben die Milch, die ist belastet und bleibt erstmal zu Hause. Und in einer Milch befindet sich, wenn Antibiotika verabreicht wurde, eine Woche lang Antibiotika, so im Durchschnitt. Hat ja auch normalerweise eine bestimmte Anzahl von Wartezeit. Das heißt also, der Landwirt muss die Wartezeit einhalten, um die Milch abzuliefern. Und dann gibt er vorher eine Probe mit. Sofort. Und die Milch, die er eben in dieser Zeit zu Hause entsorgen muss, auf das ist er vollkommen alleine gestellt. Da gibt es keinerlei Regelung. Okay. Das klingt schwer danach, dass Sie beiden sich vielleicht doch nochmal jenseits dieser Diskussion treffen sollten. Und vielleicht kann man ja auch mal mit der CSU so ein Fachgespräch machen. Ich mache laufend Fachgespräche. Ich habe wirklich neulich gerade mit, das ist ja ein Thema, was sowohl das Umwelt- und Verbraucherministerium angewandt, also das Landwirtschaftsministerium, als auch das Gesundheitsministerium, mit Experten aus allen drei Bereichen, mit dem Bauernverband so ein Gespräch gehabt. Da war das kein Thema, aber da kann man ja mal auch nachfragen, was da Sache ist. Bin da offen und man braucht alle möglichen Informationen, um den Sachverhalt zu erhellen. Es geht ja letztlich um die Gesundheit von Mensch und Tier. Genau. Und deswegen ist da nichts, ist da keine Mühe zu schade. Also ich nehme mich dem gerne an und wir können nachher auch mal die Adressen austauschen. Okay. Danke.
In diesem Zusammenhang wäre es vielleicht auch ganz gut, darauf hinzuweisen, dass dieses Problem der Euterentzündung bei Kühen in der Wirtschaft tatsächlich eines der fundamentalen Grundversorgungsprobleme berührt. Und es gibt seit 2007/2009 5, 6 ganz überzeugende, groß angelegte Untersuchungen, welche Effekte Homöopathie haben. Und wenn Sie das interessiert, stelle ich Ihnen die sehr gerne zur Verfügung. Weil man muss das immer suchen. Wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, ist es immer schwierig. Das ist wirklich auch hier aus dem deutschen Bereich, aus dem schweizerischen Bereich. Die österreichischen Kollegen haben sich sehr hervorgetan dadurch, um die nachweislich, die Effekte der Antibiotika-Vermeidungsmöglichkeit, Reduktionsmöglichkeit, die, wenn man sie vorsichtig ausspricht, um die 2/3 liegen. Ja, 2/3 und das mehrfach untersucht, letztens von 2019 gerade veröffentlicht worden. Also das gibt es tatsächlich, das wäre ein Riesenschritt, wenn wir Ihnen das unterbreiten dürften, um darauf aufbauend auch die komplementärmedizinische Versorgung in der Landwirtschaft besser nutzen zu können. Schlau wäre da, bevor Sie es mir geben, ich nehme es auch gerne und gebe es vielleicht meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern weiter, aber ich glaube, wäre schlau, wenn wir diese Studie zu einem reduzierten Antibiotikaeinsatz auf dieses Thema Tierarznei mit ausweiten würden und könnten. Mhm. Da macht es dann Sinn, dass wir diese Studien auch mit einbeziehen, die es schon gibt und auf das aufbauen, was schon da ist. Also deswegen, die Information nehme ich gerne. Auch wenn mir sicherlich die Zeit fehlt, diese im Detail zu lesen. Aber natürlich muss es fürs Gesamtbild als Abrundung dabei sein. Haben Sie recht. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für Ihre Offenheit, die Dinge dann auch heute von hier aus quasi mitzunehmen. Also die beiden werden sich dann bei Ihnen melden, tauschen Sie Adressen aus. Wir sind jetzt sehr tief reingegangen in das Thema Forschung im Bereich der Veterinärmedizin schon. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie sieht denn überhaupt die gute homöopathische Praxis aus und welche Forschung brauchen wir denn dafür, um sie letzten Endes auch wieder genau da zu positionieren, wo sie hin muss, diese Daten, wie die homöopathische Praxis aussieht, nämlich auch bei der Politik, damit die Politik die Rahmenbedingungen schaffen kann, die auch für die homöopathische Praxis sinnvoll sind und halt nicht wie mit dem Vorschlaghammer halt von oben irgendwie hineingedonnert wird. Aber wie sieht die homöopathische Praxis aus? Was ist überhaupt gute homöopathische Praxis aus deiner Sicht, Stefan? Also eine gute homöopathische Praxis ist eine Praxis, die zunächst mal als allererste Richtschnur beinhaltet, dass es um das Wohl der Patienten geht. Mhm. Das heißt, auch in der homöopathischen Praxis wird nicht jeder Patient, bloß weil er den Fuß über die Schwelle setzt, automatisch homöopathisch behandelt. Sondern die Entscheidung fällt dann aufgrund der Anamnese, der Untersuchung, der Diagnostik und auch nach Abwägung der Effizienz. Und wenn ich weiß, dass dem Patienten oder der Patientin irgendetwas besser helfen kann als die Homöopathie, dann werde ich ihn entsprechend entweder anders behandeln oder an eine kompetente Stelle verweisen. Auch das ist ein Teil der Qualität einer homöopathischen Praxis, die Grenze zu kennen und eben auch zu wissen, was das Beste ist für den Patienten. Das Aber wie kommen denn dann die Daten zustande? Wir haben ja als Thema hier gewählt, dieses Real World Evidence, abgekürzt RWE, nicht zu vergleichen mit diesem Energiekonzern. RWE, Data. Wie kommen die Daten denn zusammen überhaupt? Also welchen Vorteil hätte es denn, wenn diese Real World Evidence, ist das die Zukunft der Homöopathieforschung, der Abbildung der Homöopathie in der Praxis aus deiner Sicht? Also die Frage kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Natürlich wäre das so, dass homöopathische Praxen, wenn sie einigermaßen gut dokumentieren, sicherlich Daten zur Verfügung stellen können über die Effizienz der homöopathischen Behandlung. Das ist ganz sicher so. Setzt aber eben voraus, dass man die Daten so aufbereitet, dass sie auch verwertbar sind. Welche Voraussetzungen muss es denn dafür geben? Naja, das bestimmt letzten Endes die Industrie, die die Daten dann sammelt und auch verarbeitet. Das ist ja eher eine technische Frage. Und ich nehme an, dass es viel zu tun hat mit der digitalen Dokumentation unserer Arbeit. Wir hatten ja heute auch schon, Thiago, auch so das Thema, wie kann Wissenschaft denn überhaupt in der Praxis sich darstellen? Oder wie viel Wissenschaft gibt es in der Praxis überhaupt? Können denn da nicht Daten zur Verfügung gestellt werden? Thiago. Ja, das ist jetzt eine sehr weite Frage. Schwer, das in wenigen Sätzen zu sagen. Ich teile Stefans Auffassung, dass es zu einer professionellen Praxis gehört, dass man den Patienten auch sachlich über die Dinge aufklärt, die man selber nicht macht. Oder die vielleicht andere besser tun. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Das auch nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen.
auch die Auskunft oder die Behauptung, ne, wer Homöopathie nutzt, der wird einen Schaden zugefügt, weil ihm etwas vorenthalten wird, entspricht nicht der Realität der Praxis. Ja? Sondern es ist tatsächlich so, wir haben eine Umfrage gemacht in 2017, wie sich die Kollegen in der Praxis eigentlich verhalten. Die Bereitschaft, die Expertise Fachärzten einzuholen, liegt bei über 95%. Kolleginnen und Kollegen der homöopathischen Praxis, ob es Arzt oder Heilpraktiker sind, auch wie Michaela schon sagt, haben einen medizinischen Auftrag, nach bestem Wissen und Gewissen eine Praxis zu führen. Wie kommt man jetzt an Daten? Durch systematische Dokumentation, und da bin ich auch ganz ehrlich, haben die Homöopathen Nachholbedarf. Systematisch, vielleicht noch, gut dokumentieren, aufgrund der Komplexität der Methodik, ist schwierig und es würde bedeuten, dass sich viele auch der Tatsache öffnen, Daten so zu sammeln, dass man sie auch auswerten kann. Und das bedeutet digitale Dokumentation. Und die ist in den Praxen bei den Homöopathen noch nicht so vertreten. Das ist, ich denke, ja, Wiesholm hat ja auch den Ansatz gemacht mit Imperium, wo so Einzelfall... Also Wiesholm, die Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie. Ja. Ich denke, da gibt es auch viel Luft nach oben, aber man hat schon auch über die Jahre versucht, wirklich valide Daten zu schaffen. Ja. Wobei der Begriff Real World Evidence meint ja eigentlich was anderes. Der kommt ja gar nicht von uns, das ist auch nicht unsere Idee. Das ist eigentlich die Erschütterung in der Cochrane Collaboration gewesen, auch durch das Ausscheiden von Peter Götzsche, dass ganz viel der sogenannten High-End A- und B-Empfehlung der Evidenzen im Grunde genommen gar nicht ehrlich waren und dass wir viel mehr gucken müssen, was passiert denn mit den Patienten im Langzeitverlauf tatsächlich mit diesen Therapien. Und Real-World Evidence meint viel mehr auf Effectiveness zu gucken als auf Efficacy, nämlich sozusagen nicht nur, wir haben einen Nachweis, dass ein Arzneimittel wirkt, sicher herausgefunden, sondern wir haben die Wirkung dieses Arzneimittels über einen langen Zeitraum auch auf Patienten gesehen, mit den ganzen Nebenerscheinungen, die damit zu tun haben. Und das ist ja unser täglich Brot. Es kommen ja uns in die Praxis Patienten, die eine Tüte voll Medikamenten schon haben und die möchten eigentlich weniger davon nehmen. Und wenn das nach einem halben, einem Jahr auch bei schwierigen Krankheiten gelingt, dass sich das um die Hälfte reduziert, ist das ja jetzt nicht schlecht. Ja? Und was ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt finde, überhaupt zu sagen, wie dieser Goldstandard in den 70er, 80er Jahren entwickelt worden ist. Also was heißt Goldstandard? Und es war nicht aus Grund einer wissenschaftlichen Erkenntnis daraus, sondern aus einem Konstrukt einer Ökonomisierung. Das war ja, ging ja um das Kondagan-Thema, wo man auch sagen kann, da geht es eben auch um Arzneimittel, die man in der ökonomischen Struktur mit zurechtkommen muss, die man neu implementieren möchte im Wirtschaftssegment sozusagen. Mhm. Dass man da auch wieder zurückgeht und sich auch in den Definitionen fragt, mit welchen, sage ich jetzt mal, Messlatten agiert man überhaupt. Ja. Aber die homöopathischen Praxen müssen ja irgendwie Daten auch liefern, wie im Bereich der Versorgungsforschung etwa, mit denen dann Wissenschaftler das auswerten, mit denen dann Politik auch arbeiten kann. Und da brauchen die Praxen ja auch meistens was an die Hand. Wie kann denn das sichergestellt werden, Thiago? Es gibt da zwei Ebenen zu beachten. Das eine ist der permanente Qualitätszuwachs und kontinuierliche Qualitätsverbesserung in Ausbildung und Weiterbildung. Und das andere ist, dass wir eben für diese Forschung auch Unterstützung und Geld brauchen, zum Beispiel von der Politik. Denn wenn man eine, meinetwegen sagen wir mal, Kohortenstudie machen will, ja, für ein groß angelegtes Projekt, wie Sie das jetzt vorhaben, kostet das Geld. Und das können ja nicht die Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis sozusagen finanzieren. Wir machen ja Patienten, sondern das müsste angelegt sein. Und es müssten dann eben einfach genügend Kollegen über einen genügend langen Zeitraum daran teilnehmen. Und dann gibt es eine Gruppe, die sich eben ein Forschungsdesign überlegt. Und das wird dann einfach verwirklicht, indem die Teilnehmer sich auch daran halten. Und so könnte man an diese Daten gelangen. Nur zu verlangen von den Therapeuten, dass sie es auch noch selber bezahlen sollen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ja, aber da sind wir ja wieder bei der Ökonomisierung, die reguläre im konventionellen Setting über 80-90% eben die Industrie selbst finanziert, die Deutsche Forschungsgesellschaft nur einen Bruchteil eben hat, geschweige denn irgendwie irgendwelche Politiker selbst noch was finanzieren. Das ist eben in diesem ökonomischen Gesundheitssystem mit
das Problem, wie wir da uns weiterentwickeln können. Also die Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, da haben wir 400.000 Euro für diese integrative Medizinstudie. Morbus Crohn wird die untersuchen, im Professor Langhorst in Bamberg, Professor Keil in Würzburg und Professor Beibers hier vom Fresenius in München, 400.000 Euro. Ich schätze mal, dass wenn wir eine Studie zu dem reduzierten Antibiotika-Einsatz machen sollten, dann wird es in der gleichen Größenordnung sein. Okay. Mhm. Aber unser Problem bleibt ja immer noch das Imageproblem in der Öffentlichkeit. Und da wäre es ja auch prima, wenn die Praxen selber irgendwie was machen könnten. Wie könnten denn Sie das unterstützen? Oder ich würde auch gerne jetzt von Ihnen aus dem Publikum, von den Teilnehmenden mal hören, welche Fragen haben Sie an das Podium? Was können Sie tun, beziehungsweise was tun Sie schon? Also fragen Sie mal nach, was hier die Verbände halt konkret noch tun, wo brauchen Sie Unterstützung? Wir würden gerne ein bisschen Ihre Meinung dazu hören. Marvin. Warte, Mikro. Ist an. Wenn ich darf, würde ich gerne noch was sagen zu dieser, wie die Praxen Daten erheben können. Darf ich dazu was sagen? Gerne. Also vielleicht dann auch als Frage formuliert, wie das als Grundsatz denn vielleicht ist, weil man das weiterentwickeln kann. Und zwar haben wir seit etwa 4 Jahren in der Praxis einen Qualitätssicherungsbogen für die Patienten. Also jeder Patient kriegt mit der Arznei auch einen Qualitätssicherungsbogen mit, wo die ersten 2 Wochen aufschreiben muss, welche Reaktion er wahrnimmt. Das ist auf den ersten, zweiten, dritten Tag und dann auf die nächsten 2 Wochen. Und dann wird es hinterher ausgewertet mit einerseits einer Angabe von, also wenn Ihre Beschwerden vorher 10 von 10 waren, wie viel ist es jetzt? Also dass wir eine prozentuale Angabe haben nachher von 30%, 40%, 50% Besserung nach diesem Teil. Das Zweite, was wir machen, ist, dass wir immer fragen nach Intensität, Häufigkeit und Dauer. Bei chronischen Beschwerden hat ein Rädchen nur abgenommen, haben 3 Rädchen abgenommen. Und was uns dabei aufgefallen ist, ist, dass nicht nur, dass der Patient extrem viel besser mitmacht dadurch, sich viel besser wahrnimmt. Zweitens haben wir inzwischen ein Riesensammelsurium an arzneispezifischen Wirkungen. Also wir haben gesehen, dass Lycopodium andere Wirkungen erzielt als Natriummuriaticum. Wenn man dann 100 davon hat, das macht wieder die Qualität des Homöopathen besser, weil ich kann viel expliziter nachfragen, ist das auch passiert, wie bei den 100 Fällen, die wir schon hatten. Also es hat sehr viele Verbesserungen in unserer persönlichen Qualität auch als Erfolg. Also kann ich auch jedem empfehlen, auch wenn es dann keine Studie daraus gibt, aber das zu machen. Und zusätzlich müssen Sie dann noch ankreuzen, hat die Arznei gewirkt, hat sie mehr geistig gewirkt auf der Gemütsebene oder hat sie mehr körperlich gewirkt oder gar nicht gewirkt. Also wir haben so ein paar Qualität, das ist alles auf einem Bogen, auf der Rückseite ist aufgeschrieben, warum wir das fragen und wie Sie das unterstützen können. Und da kommen halt alle rein, auch wenn wir zum Beispiel Rubrum abgeben, also wenn wir Placebo abgeben, wird das auch gemacht. Und da ist die Frage, wäre das was, wo man drauf aufbauen kann, weil das ist relativ leicht gemacht, braucht wenig Aufwand, wenig Kosten. Und wie ist das als Grundlage für sowas dann zu machen für die Praxis? Wer möchte darauf antworten? Kann ich ganz kurz machen. Das, was du beschreibst, ist eigentlich Gegenstand jeder guten, systematischen, therapeutischen Arbeit in jeder homöopathischen Praxis. Das, worauf es zielt, ist nicht das zu tun. Und es freut mich zu hören, dass ihr das auch macht, sondern dass wir das nach einem vergleichbaren Standard so machen, dass man die Daten auswenden kann. Das bedeutet sozusagen, dass das dann tatsächlich in dieser Weise digital vorliegen sollte und nicht als Word-Dokument, sondern in irgendeinem Design, was man auch mit anderen, die das auch machen, eben zusammen ausarbeiten kann. Und da ist meine Kritik, die ich vorhin gesagt habe. Also ich habe nicht die Kollegen kritisiert, die in ihrer Praxis arbeiten, sondern dass uns an der Dokumentation dieser Qualitätssprung noch fehlt, dass wir das eben tatsächlich tun können, anonymisiert eben sowas noch auswerten. Das ist relativ simpel. Aber machen tut es eigentlich hoffentlich jeder, der ordentlich arbeitet. Zumindest denen, die ich kenne, die machen es alle. Was aber nicht viel bedeutet, weil ich kenne ja nicht alle. Ja. Noch jemand? Okay. Haben Sie jetzt keine weiteren Fragen an die einmalige Chance?
Gerne. Ja, mein Name ist Bernhard Zimmer, ich komme aus dem Berchtesgadener Land. Ich bin dort kommunalpolitisch aktiv für die Grünen und natürlich bedauere ich es, dass niemand zugesagt hat und heute auf dem Podium sitzt. Vielleicht eine Klarstellung kurz vorneweg. Es gibt derzeit keine grüne Position gegen die Homöopathie. Das lesen Sie nachher in den Wahlprogrammen 2013 und auch später. Es gibt allerdings einen Antrag auf die nächste Bundesversammlung, einen Propaganda-Antrag, sage ich jetzt mal, der natürlich im Zuge dieser, sag mal, Welle der Imagezerstörung sehr geschickt platziert ist. Und dass die Grüne Partei mit diesem Antrag inhaltlich ein Problem hat, das können Sie medial verfolgen. Ich bin Antragsteller mit von zwei dieser Gegenanträge und natürlich schlägt momentan diese Art der Propaganda-Anträge schlägt fast in jeder Partei auf. Und jede Partei hat eine unterschiedliche Art und Weise, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und ja, die Grünen trifft es natürlich hart, weil man sozusagen faktenbasiert. Diese Faktenbasiertheit, die jungen Leute, die sich sagen, das geht da nicht, die wollen wir gern diskutieren. Und das kann man sicher nicht auf einem Parteitag unter Verschiedenes. Und deswegen ist unser Ansatz, dass wir dieses als Nebenantrag mal kurz abstimmen, sind wir dafür oder dagegen, ist das Ziel, die Diskussion zu beginnen, um was geht es eigentlich. Von daher kann das, hoffentlich ist es keine Feigheit vor dem Thema, sondern ich glaube, eine knappe Entscheidung für oder gegen einen Antrag, wie auch immer, oder vier Anträge, würde ja das Thema nicht von der Tagesordnung nehmen, sondern es wäre nur eine Katastrophe. Vielleicht zur Homöopathie. Ich begrüße diesen Ansatz von Herrn Holitschek oder diese Aktivitäten, dass man da rangeht, Antibiotika-Einsatz eben zu minimieren und zu Kurz, das ist jetzt Herr Seidenhardt. Holitschek, ich weiß aber, er ist aus der gleichen Partei und ich begrüße es ausdrücklich. Und ich wünsche mir natürlich, dass grüne Kollegen aus dem Landtag da mitziehen, weil es nämlich genau die landwirtschaftliche Seite ist, wo ich sage, wenn wir uns die Mengen anschauen und da greifen all diese Kritikpunkte dieser Kampagne nicht, denn in der Landwirtschaft ist es ein Betriebsmittel, da gibt es eine Betriebsbuchhaltung, da gibt es keine Krankenkasse, da gibt es gar nichts, da setzen konventionelle Landwirte, stellen ihren Betrieb um auf eine andere Art und Weise und dokumentieren sozusagen einen geringen Antibiotika-Einsatz. Wenn das keine Agrarwende ist durch die Hintertür, dann muss ich sagen, und deswegen tut mir diese Diskussion natürlich etwas schmerzt. Und ich würde mir allerdings auch von der Politik wünschen, die Fördermittel oder die Ansätze, Projekte einzureichen, etwas breiter noch aufzustellen. Seht ihr da eine Möglichkeit, Herr Seidel? Die Frage ging direkt an Sie. Also mein Name ist Bernhard Seidenhardt, ich bin Ausschussvorsitzender für Gesundheit und Pflege im Bayerischen Landtag. Der Klaus Holitschek ist mein Vertreter im Arbeitskreis der CSU. Der hat zu dem Antrag im Landtag gesprochen, dem FDP-Antrag, dass wir Homöopathie in keiner Weise mehr durch die Kassen erstatten lassen sollen. Das Erstaunliche war, ich habe kein Interesse an Parteipolitik. Ich bin als Ausschussvorsitzender sowieso auf der Linie, dass wir möglichst alles gemeinsam entscheiden sollten. Und auch im Gesundheitsausschuss wird so viel überparteilich entschieden wie in keinem anderen Ausschuss, weil es um die Menschen geht, um die Versorgung der Menschen geht. Ich glaube, da braucht man auch nicht keinen parteipolitischen Streit. Aber für mich war doch erstaunlich, ich hätte es nicht gedacht, dass etwa 20% der Grünen diesem Landtagsabgeordneten, diesem Antrag der FDP zugestimmt hatten. Weitere 20%, schätze ich mal, haben sich enthalten. Und etwa die Hälfte hat ihn abgelehnt, so wie die CSU ohne irgendeine Ausnahme den Antrag der FDP abgelehnt hatte. Ich habe von vorhin schon dargestellt, dass ich das Ganze ganzheitlich sehe. Wenn wir Antibiotika-Einsatz reduzieren wollen, dann müssen wir alle Facetten betrachten. Und wäre es gut, wenn alles in diese Studie einfließt. Ich halte aber nichts davon, unsere heimischen Bauern zu bashen. Wir haben tolle Landwirte, die auch das Beste wollen für ihr Tier, da auch sehr viele Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Also ich halte nichts von einem Landwirte-Bashing. Natürlich müssen wir auch ihnen das Werkzeug in die Hand geben, besser zu werden, keine Frage. Und die Schulungen, wenn das wirklich so ist, dass die nichts davon mitbekommen, ich glaube es nicht. Ich habe mit den Kollegen vom Bauernverband gesprochen.
Die waren sehr gut informiert und haben auch den Eindruck gemacht, dass sie auf den landwirtschaftlichen Schulen und auch in den Universitäten, in Hochschulen wie Weihenstephan und Triesdorf da sehr viel davon mitbekommen. Da haben wir das Problem in anderen Teilen der Erde, die davon nichts mitbekommen und Lebensmittel, die dann auch zu uns importiert werden. Aber natürlich würde ich das gerne mit einfließen lassen. Bei der Gelegenheit, wenn ich das, vielleicht noch zwei Sachen, haben Sie ja mich gefragt, was ich noch anbringen wollte. Ja, würde ich dann gleich darauf kommen. Wenn ich, später, ja? Ja, gleich. Weil Stefan Reis wollte gerade noch direkte Antwort jetzt auf Herrn Zimmermann geben. Naja, ich habe halt gedacht, da wir gerade bei der Politik sind, ja. Dass ich ganz kurz erzähle, dass wir, wie das mit dem grünen Antrag auf mich wirkte. Also als der Antrag zunächst mal auf die Welt kam, waren wir, glaube ich, alle ziemlich entsetzt, zumindest alle, die es mitbekommen haben. Und ich meine, es sind drei der hier heute Anwesenden, die auch in einem E-Mail-Verteiler geraten sind und die dann mitbekommen haben, wie diese drei anderen Anträge entstanden sind. Und zunächst mal finde ich, dass die Grünen da gezeigt haben, dass die basisdemokratisch sind. Weil es eben diese anderen Anträge gab, weil es wiederum Änderungsanträge gab, also mein anfängliches Entsetzen hat sich doch einigermaßen wieder gewandelt. Und ich denke, dass wir als Wählerinnen und Wähler sehr aufmerksam sein sollten, was in der Politik auch in Richtung Homöopathie passiert. Und da darf die SPD nicht unerwähnt bleiben, nachdem wir die FDP erwähnt haben. Die CSU übrigens, die ich vorhin, ich bin halt Nordrhein-Westfale, das muss man mir verzeihen, dass ich das manchmal einfach vergesse, aber mir ist das nicht entgangen, dass die CSU im Bayerischen Landtag sich sehr stark gemacht hat für die Homöopathie. Und ich habe, glaube ich, in der Politik noch nie eine bessere Rede zur Homöopathie gehört, wie die von dem Herrn Holitschek. Aber nicht ganz unerwähnt bleiben soll der wirklich perfide Vorgang innerhalb der SPD, den der Christoph vorhin kurz erwähnt hat, aber ich weiß nicht, ob das ausreichend war, wo ein kleiner Ortsverein, SPD Pankow, zusammen mit einem Juso-Ortsverein, Lahn-Dill-Kreis, einen Antrag gestellt hat, der quasi gleichlautend war zu dem Antrag der Homöopathiegegner bei den Grünen und der nicht etwa abgestimmt wurde, wie das eigentlich in einer Demokratie passieren sollte, über den auch vorher nicht mehr diskutiert wurde, sondern der im Rahmen eines Konsenspaketes ohne weitere Besprechung während des Landesparteitags einfach durchgewunken wurde. Und da lauert auch eine gewisse Gefahr. Und ich würde gerne die von euch und von Ihnen, die politisch interessiert sind, aber mehr noch die, die auch politisch aktiv sind, wer weiß, wer hier noch in irgendeiner Partei ist, anregen, sich da zu engagieren und in die Partei zu gehen und da laut zu werden und da auch eine Stimme zu erheben. Das ist bei den Grünen, hat bei den Grünen wirklich gut funktioniert. Die Kuh ist ja noch nicht vom Eis. Aber trotzdem gibt es da eine Diskussion und das ist jetzt erstmal ergebnisoffen und das ist Demokratie. Ich ergänze ganz kurz noch zur SPD. Klar, wir sind uns einig, Pankow ist nun nicht der Nabel der Welt, aber in Berlin ein interessanter Stadtteil. Aber der Vorsitzende der SPD Pankow ist gleichzeitig auch im Bundesvorstand, also im AOK-Bundesverband. Das heißt, der transportiert seine Kassenpolitik in einen kleinen SPD-Kreisverein und so dann auch wieder in die Politik und macht AOK-Politik. Das ist eigentlich auch eine ganz gefährliche Art und Weise, sich da durchzusetzen und gegen die Homöopathie zu arbeiten. Du hast ja ein Wort. Herr Schnellrieder aus München. Ich möchte jetzt mein Anliegen nicht in Richtung Politik richten, sondern in Richtung Journalismus. Und mein subjektives Empfinden ist, dass über Homöopathie nicht mehr neutral berichtet wird. Und dass ungewöhnlich stark die Argumente der sogenannten Skeptikerorganisation aufgegriffen werden. Und mich würde interessieren, wie wir es auch hier wieder schaffen, dass wir Journalisten eben auch nicht manipulativ, wie der Stefan das vorhin gesagt hat, in Richtung Politik, nicht manipulativ auf Journalisten einwirken, sondern auch die Chance bekommen, auf Journalisten, auf Medien, denen unsere Informationen zu geben und die dann auch, dass die dann auch neutral berichtet werden. Ich finde, das kommt zu kurz, auch wenn ich mir jetzt anschaue, dass von mir aus dieselbe Menge an Artikeln pro und contra erscheinen würden in der Auswertung, so würde ich trotzdem oder erkenne ich trotzdem, dass die Argumente nicht in derselben Schärfe erlaubt sind, beziehungsweise Homöopathie sehr schlecht abschneidet. Das ist alles wohl wahr und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich arbeite hier als
freier Journalist und habe auch vorher viele, viele Jahre die Öffentlichkeitsarbeit vom Zentralverein geleitet, ein zunehmend schwieriges, dickes Brett geworden, überhaupt in diese Redaktion hineinzukommen. Da versuchen wir genauso, da haben laufend versucht, wie ähnlich in die Politik zu informieren, halt auch die Redaktion zu informieren. Und nur ein ganz kleines Beispiel, fast eine Anekdote, um zu zeigen, wie schwierig es ist, in diese Redaktion hineinzukommen. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch mit der Redaktion von der Brigitte, der Frauenzeitschrift Brigitte. Und die in der letzten Zeit auch häufiger sehr stark gegen die Homöopathie geschossen hat. Und wir haben in Berlin eine Ärztin, die auch einen sehr interessanten Weg gegangen ist. Die hat erst sehr spät Medizin studiert, war dann erst mit 42 fertig, hat dann in einem Brustkrebszentrum gearbeitet, wollte dann aber auch eigentlich nicht mehr ihre Brustkrebspatientin erst in dem Stadium auf dem Tisch quasi haben, sondern wollte die Patientin lieber ein paar Jahre vorher, bevor sie richtig krank werden, mit ihnen ins Gespräch kommen. Sie hat eine Homöopathieausbildung gemacht in Berlin, hat eine homöopathische Praxis eröffnet und sich also aus diesem Brustkrebszentrum entfernt und einen anderen Weg gegangen. Wir gucken ja immer, wie können wir auch diese Skeptiker-Argumentation irgendwie widerlegen oder was entgegenstellen. Und das war so ein bisschen so ein Antigrams, wo wir immer ganz scharf drauf sind, irgendwie so ein anderes Bild irgendwo auch in der Öffentlichkeit zu platzieren. Ich habe dann also mit dieser Brigitte-Redaktion gesprochen, mit dieser Redakteurin, und das Gespräch war nicht allzu lang. Nach 2-3 Minuten stellte sie dann fest, nein, wir wollen keine Propaganda für die Homöopathie machen. Ich habe ihr gesagt, sie hätte das gerade nicht genau verstanden, was ich ihr vorschlagen wollte. Nee, weil sie hätte es schon sehr wohl verstanden. Aber dass es ganz schwierig ist, so ein anderes Bild. Also dann hat sich eine Ärztin entschieden, irgendwie anders zu arbeiten. Frau Grams behauptet bis heute, sie konnte ihre Patientinnen nicht mehr, also ich wollte sie nicht mehr weiter betrügen. Diese Ärzte in Berlin ist einen anderen Weg gegangen. Da geht es auch um Lebenswege und Entscheidungen, wie man Medizin machen möchte. Das war für die Brigitte aber kein Thema, weil überhaupt sich mit dem Thema Homöopathie anders auseinanderzusetzen als mit irgendwelchen Studien, die scheinbar nicht über Placebo wirken, kommt man zurzeit ganz, ganz schwierig da hinein. Wir waren beim Berliner Tagesspiegel neulich. Da ist ein Redakteur, Parlamentsredakteur, der massiv gegen die Homöopathie auf Twitter schießt. War ein nettes Gespräch mit ihm, bringt überhaupt nichts. Das ist im Moment wirklich laufen wie von der Betonwand. Das ist so meine Erfahrung, sodass wir im Moment versuchen, mit kleinen Zeitungen, in kleineren Orten, quasi vor Ort ins Gespräch zu kommen, weil da halt diese Redaktionsmeinungen vielleicht noch wesentlich offener sind. Diese großen Medien, die gehören alle großen Medienkonzernen. Und die haben scheinbar dann auch irgendwelche Redaktions-Wordings, wie man mit diesem Thema umzugehen hat. Das geht manchmal auch, Sie kennen ja diese umsonst Anzeigenblättchen, in Berlin heißt sie dann Berliner Woche, die in alle Haushalte verteilt werden, 100.000-fach. Aber die gehört auch wiederum zu einem großen Konzern. Und vor ein paar Jahren war es noch ganz einfach. Die freuten sich über jeden einigermaßen redaktionell vernünftig aufgebauten Artikel, den man ihnen liefern konnte. Sei es zu Terminen oder sei es auch mal zu einer Hausapotheke irgendwie oder einer Reiseapotheke. Es ist heute da nicht mehr möglich. Der Redakteur bat mich letzte Woche, ihn aus dem Verteiler zu nehmen. Wir haben da so speziell für Berlin informiert. Das ist also verdammt schwierig von in einer kleinen Zeitung wie die Berliner Woche, bis hin halt zur Zeit, die ja auch gerade sehr aktiv geworden ist, da aktiv zu werden. Aber vielleicht mal ganz kurz eine Frage. Was macht ihr zur Zeit? Genau, was machen wir? Genau. Kann ich ja nur unterstreichen, die Unterschiede, wie beispielsweise jetzt bei mir und unserem Kontext mit Gassen und der Erstattung war es dann so, dass ich zum Beispiel auch im Frankfurter Allgemeinen Sonntagsblatt aufgeführt worden bin und da wird man dann auch noch nicht mehr kaum mit Namen genannt, aber ein Freund blieb jetzt in unserem Kontext, Herr Spahn ist mein einziger Freund in der ganzen Landschaft, weil er gesagt, okay, geht in Ordnung mit den Kassen, weil er sicherlich ganz andere Gesetze jetzt zu verabschieden hat, aber wichtig ist, denke ich, und da
ist auch unser Verband angesprochen, klare Kernbotschaften und auch in den Diskurs zu gehen und die Wiesen zu wechseln, um nicht zu sagen, den Boxring. Ja, wenn Sie sagen, Sie sind unwissenschaftlich, dann muss ich Sie erst mal fragen, was ist überhaupt Wissenschaft? Ja, und, weil Sie setzen ja wahllos irgendwelche Messlatten an und sagen, das ist das Weltbild. Und von daher ist jetzt wirklich, wir stehen für eine Sache ein, wir sind pro und wir turnen uns nicht an einem Konsortium ab, sondern wir versuchen jetzt wirklich auch stückweise diesen Boxring, diesen eigenen aufgestellten Spieldisziplin, die nicht mit diesen Dingen zu vereinbaren ist, wirklich wegzugehen und neue Felder aufzutun und so auch in die Redaktionsstuben zu gehen, so auch mit den Journalisten in Kontakt zu gehen, nur sowas bedeutet sehr viel Zeit auch immer wieder, weil wenn man heute sieht, wie die Journalistenarbeit ist, dann muss auch Christoph weiß da am besten Bescheid, ist es lange ein ganz anderer Journalismus geworden, wie er vor 10 oder vor 20 Jahren geprägt worden ist, weil die Zeit ist so das Thema, die Zeit. Ja. Und von daher denke ich, da mutig voranzugehen. Wir hatten es erst am Montag in der Telefonkonferenz, wie deutlich auch, wenn ich jetzt nochmal aus unserem Kontext sagen darf, jetzt zum Thema Zusatzbezeichnung. Es wurde eben wahrgenommen, die Leitmedien, die darüber berichten, aber die 10 Interviews, die ich in regionalen Zeitungen gegeben habe, die dann auch abgedruckt worden sind in dem Kontext, bekommt keiner mit. Und ich ja permanent dann hören darf, wir tun nichts. Da müssen wir sicherlich auch noch in unserer eigenen Kommunikation und Wahrnehmung sehen und auch zu sehen, was ist wirklich Ist-Zustand oder was ist Emotionalität und polemische Weise eine Stimmungsaufheizung, dass man sich in den Sog nicht gibt, weil ich wüsste kein anderes Thema in der Medizin, was so polemisch und so emotional geführt wird, dass man da achtsam ist und wieder wirklich runterkommt und sich nicht vorantreiben lässt. Okay. Vielen Dank. Das wäre auch so ein bisschen meine Frage, irgendwie, gibt es da überhaupt irgendwie Herangehensweisen? Also faktisch wird uns ja der Diskurs verweigert. Die Idee, mit diesen Leuten in den Diskurs zu gehen, halte ich für obsolet, weil ihr Ziel ist nicht, mit uns zu diskutieren, sondern uns niederzumachen. So. Und insofern ist ja die Frage, und diese Stimmung hat sich ja auch verbreitet jetzt. Ne? So, selbst die eigenen Patienten sagen, ich mache schon gar nicht mehr sagen, irgendwie, dass ich zum Homöopathen gehe. Das ist eine ziemlich miese Stimmung, die dort erzeugt wurde. Wie wollen die Verbände damit umgehen? Da sehe ich keine Strategie bisher. Sorry. Das geht an mich. Ja. Bitte? Das geht an mich, glaube ich. Oh, also, ich habe mich auch jetzt angesprochen. Nein. Stefan, wenn es an dich geht, nimm den Ball auf. Ja. Also das eine ist, dass es sicherlich richtig ist, dass es relativ aussichtslos ist, sich mit den üblichen Redaktionen der Massenmedien zu versuchen, zu verständigen oder da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das habe ich auch versucht, das ist extrem schwierig. Es scheint aber durchaus noch Journalisten zu geben, die unabhängig und kritisch sowohl über die Homöopathie als auch über die Homöopathiekritik berichten möchten. An die musste aber auch rankommen. Ganz interessant fand ich die Erfahrung, die der David Sieveking gemacht hat mit Journalisten. Der hat vor 2 Jahren einen Film gemacht, der heißt Eingeimpft. Da geht es darum, dass er sich mit seiner Partnerin zusammen die Frage stellte, ob sie ihre Tochter denn impfen lassen sollen oder nicht. Er wollte, sie wollte nicht oder nicht sofort. Und am Ende haben sie sich geeinigt, dass sie impfen lassen, aber halt nicht zu den empfohlenen Zeiten und so weiter und so weiter. Und der David hat danach einen Shitstorm erlebt, der sich gewaschen hat, obwohl er überhaupt nicht gegen Impfungen war und auch nicht ist und auch seine zweite Tochter jetzt geimpft hat, ist er als Impfkritiker und sogar als Impfgegner dargestellt worden und so weiter. Und er hat Kontakt bekommen zu einigen Journalisten, die ihm da unter die Arme gegriffen haben. Und das wäre sicherlich eine Möglichkeit, an die ranzutreten, sofern die denn Interesse zeigen, sich mit dem Thema Homöopathie auseinanderzusetzen. Das ist die eine Möglichkeit, die ich sehe. Aber das ist ein bisschen schwierig und da sitzen wir halt gerade dran. Das andere ist, dass ich denke, dass wir andere Medien nutzen müssen, um uns darzustellen, um unsere Position
darzustellen. Und da gibt es ein paar moderne Medien, wie zum Beispiel Facebook oder Twitter. Das sind auch durchaus geeignete Medien. Also Twitter zum Beispiel ist das aktuelle Medium, in dem sich Journalisten, Politiker, zum Teil auch Wissenschaftler informieren und austauschen. Und wenn wir da präsent sind, dann schaffen wir auch ein Bewusstsein. Und dann schaffen wir auch eine Wahrheit. Das müssen wir nur auch machen, weil wir haben dann eine relativ mächtige Armee, möchte ich mal fast sagen, die uns da in die Parade fährt und die uns da auch kommentiert. Also das muss man auch wollen und auch aushalten. Ja. Und wir brauchen natürlich für die Verbandsarbeit, und das ist jetzt ein kleiner Werbeblock, das tut mir leid, wir brauchen aber für die Verbandsarbeit, das geht euch aber genauso wie uns, dem Ärzteverband, wir brauchen viele Mitglieder und viele Unterstützer, weil die uns finanziell mit dem ausstatten, was wir dann auch medial machen können. Denn so eine Kampagne zu beantworten, und es ist eine Kampagne, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, und die ist auch gut konzertiert, aber so eine Kampagne zu beantworten, kostet Geld. Das müssen wir finanzieren. Und Christoph hat es schon erwähnt, wir arbeiten hier überwiegend ehrenamtlich neben unserer Praxis, oder wir führen die Praxis neben dem Amt, je nachdem, aber wir haben keine 24 Stunden für diesen Job. Und dafür brauchen wir Profis. Und diese Profis müssen wir bezahlen, dafür brauchen wir Geld und so weiter. Das ist immer wieder das Gleiche. Deswegen werbe ich gerne dafür, dass ihr euch verbandlich organisiert. Ihr müsst ja gar nicht im VKD Mitglied sein. Auch die anderen Verbände machen gute Arbeit. Aber dass ihr euch verbandlich organisiert, dass ihr die es dann am Ende tun können, mit den finanziellen Mitteln ausstattet und die dann in die Medien gehen und an die Medien gehen. Das ist ein zäher Prozess und der ist langwierig. Darf ich nochmal sofort kurz... ich weiß nicht genau, was läuft, aber mir fehlt so eine Art SWOT-Analyse, Stärke, Schwächen. Ey, wir haben die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns. Es fehlt irgendwie ein Aufruf, irgendwie in irgendeiner Art und Weise diese Mehrheit für uns zu aktivieren. Da fehlt mir irgendwie so ein Aufruf, eine Analyse, hier, das machen wir jetzt irgendwie und da gehen wir lang. Ich habe immer so den Eindruck, es brodelt da so ein bisschen rum, dann kommen ein paar Papiere raus, ein paar Briefe an Bundestagsabgeordnete, aber nicht irgendwie der große Wurf, den wir eigentlich in so einer Situation bräuchten. Ich denke, wichtig ist es die Bevölkerung, ja, und die haben unter Bevölkerung auch eben die ganzen Patientenverbände, jetzt aus unserem Kontext wie Christoph mit BPH, und aber auch in einem größeren Kontext, wie es beispielsweise, wo Christoph auch mit federführend ist, in dem Kontext mit Weil es hilft. Weil wir gehen auch davon aus, sicherlich stehen wir für die Homöopathie ein, aber es geht um eine moderne oder eigentlich die Medizin, die alles integriert, alle Disziplinen und eben um hehre Punkte wie eine Therapiefreiheit, eine Therapeutenfreiheit und. Und das muss die Bevölkerung entscheiden, weil die letztendlich auch die Politiker wählen, die dafür einstehen. Wir sind ja alle aus unseren Disziplinen nur ein kleiner Bruchteil, das muss man ja auch sagen. Und somit kann man dann nur wirklich auch von der Bevölkerung her die Mobilisierung machen und auch schlagkräftig zu werden, auch für die Medien. Und bei den Medien wollte ich noch was sagen, was ich immer auch jetzt den Journalisten antrage, was verloren gegangen ist, du sprachst von Redlichkeit, was aber auch wichtig ist und es steht auch in Ihrem Pressekodex, ist die Unvoreingenommenheit, diese Punkte auch immer wieder zu thematisieren. Ich wollte dazu auch noch kurz was sagen. Sagst du ganz kurz, wer du bist, Kirsten? Bitte? Sagst du ganz kurz, wer du bist? Ich bin die Kirsten, ihr kennt mich doch eh alle. Nicht? Stefan, hauptsächlich an dich gerichtet, wegen diesen, ihr habt das ja alle mitgekriegt, wir haben ja die letzten Jahre immer wieder ausgehend von der Mailingliste neue Ideen entwickelt, wie wir dagegen gehen könnten, wie wir positiv damit umgehen könnten oder was auch immer. Und es ist immer von ganz vielen Lesern von der HK, von Leuten in der Mailingliste, eine ganz große Spendenfreude dargestellt worden. Ja? Und es ist letztlich immer daran gescheitert, dass wir hätten Spenden, also Geld für solche Kampagnen sammeln können, dass wir keine Rechtsform haben. Und das war immer das Ärgernis von uns, die wir dann engagiert und aktiv waren. Wir haben immer gedacht, wir haben ja den Verband, dann richten die ein Spendenkonto ein. Aber das könnt ihr nicht, dürft ihr nicht rein rechtlich, oder wie? Das stimmt. Das stimmt. Ne? Ja. Wie ist denn das mit
wie ein BPH, darf der das? Das ist doch ein gemeinnütziger Verein. Muss ich mich schlau machen und würde es da ganz schnell sagen. Würde mich ja freuen, ja, wenn das die Homöopathie-Stiftung darf spenden. Ja, aber das steht nicht unbedingt im Satz, ist nicht das Satzungsspiel der Homöopathie-Stiftung. Wenn wir zur Forschung Geld bräuchten. Stiftungen dürfen das normalerweise. Verbände, genau, die als eingetragene Vereine sind, also registriert sind, dürfen das eher nicht. Ja? Das ja, aber das lässt sich regeln. Das lässt sich regeln, bestimmt. Also wenn wir sowas hätten, glaube ich, dann wären wir einen Riesenschritt weiter, wo wir dann wirklich mal so ordentlich ausholen könnten. Die Leute scharren alle mit den Hufen, alle. Okay. Und das könnte man über die HK verbreiten, da hat man einen relativ großen, einfach also wirklich verbreiten. Da machen wir die Scheunentore auf. Genau. Also ich bringe das natürlich auch mit. Es gibt, wie vorhin gesagt wurde, keine andere Thematik im Gesundheitsbereich, die so polarisiert und so, wo wirklich vom Leder gezogen wird, heftigst vom Leder gezogen wird. Auch gegen den Antrag wurde er massivst geschossen und selbst seriöse Medien wie der Bayerische Rundfunk sind da aufgestiegen drauf. Also man versucht uns ja zu zerlegen, wie es nur geht. Es ist also von Shitstorm und Beleidigung bis auf die andere Seite Jubel, alles drin. Dazwischen gibt es wenig, aber es polarisiert. Die Grenze bei den Falschbehauptungen, es wird ja oft was Falsches verbreitet, zum Teil aus Unwissen, zum Teil auch bewusst, wenn man austesten möchte, was so geht. Das ist ja auch ein Mittel der Kommunikation. Die Grenze ist sicherlich da, wo es beleidigend wird. Da kann man einschreiten, da muss man einschreiten, da kann man sich auch dagegen wehren. Ist ja dann auch üble Nachrede zum Beispiel, Beleidigung, all diese Dinge, falsche Tatsachenbehauptungen. Da gibt es, da kann ich Sie nur ermuntern, wir haben da schon entsprechende rechtliche Grundlagen, auch im Strafgesetzbuch, die würde ich dann einfach halt ziehen. Da muss man halt auch mal dann auch jemand als Verband verklagen, wer da über Scharlatane oder sonst was spricht. Scharlatanerie kann ja auch schon ein Werturteil sein, das negativ ist. Und da würde ich auch mal so einen Konflikt nicht scheuen, kann Sie nur ermuntern, das auch mal dann zu tun, wenn es wirklich zu grob wird. Und es gab in letzter Zeit durch einige Fälle, die richtig grob waren. Okay. Wie bitte? Ja, okay. Gibt's noch eine Wortmeldung aus dem Plenum? Ja, hi. Ja. Wir reichen es. Dann das hier. Ich wollte eine kurze Werbung machen für das Institut für Geschichte der Medizin, mit dem wir ganz tolle Positivwerbung und mit viel Glück tolle Medienbeiträge erreichen kann. Die bieten eine tolle Wanderausstellung an, die man leihen kann, wochenweise, tageweise. Wir haben dadurch, ich habe das zusammen mit dem Heimatmuseum bei uns gemacht, der Stefan hat es ja auch schon in Köln gehabt, ganz tolle Zusammenarbeit und ich denke, dieser geschichtliche Hintergrund ist unheimlich wichtig. Die Leute, da kommt richtig ein Aha, wie Robert-Dosch-Krankenhaus, es gab homöopathische Krankenhäuser, das Militär hat homöopathische Apotheken eingesetzt. Das ist richtig fantastisch, wie da manche sich öffnen auf einmal, ne? Und wir haben wirklich eine richtig tolle Presse bekommen. Das ist eine tolle Idee. Und ich kann nur bestätigen, im Prinzip ein Anruf in Stuttgart beim IGM reicht und man kommt sofort mit denen in Kontakt und die freuen sich auch. Diese Wanderausstellung gibt es schon seit mindestens 20 Jahren. Es gibt eine große und eine kleine, also machen Sie es. Stefan? Ja genau, wir hatten die zwar nicht in Köln, sondern in Mülheim, aber wir hatten die eben auch, kein Problem. Genau. Aber das müssen wir immer selber und persönlich und privat organisieren. Das heißt, das ist nochmal der Aufruf auch an euch, in eurem Rahmen, das ist ja ganz egal, ob das jetzt gleich die Ausstellung ist oder ein Tag der offenen Tür oder die Woche der Homöopathie oder was auch immer, aber Öffentlichkeit zu schaffen in der Praxis, vielleicht aber auch in einem etwas größeren Rahmen, nur ihr müsst da selber aktiv werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir aus dieser, das ist ja gar keine Komfortzone, in der wir sind, na, wir sind im Mauseloch. Und dass wir da rauskommen und was machen. Und das können die Verbände im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihrer Aufträge, na, wir haben ja immer auch noch einen Auftrag unserer Mitglieder, den wir erfüllen müssen, aber das könnt ihr als, was auch immer, Verbandsmitglied oder Nichtmitglied auch, und ihr seid da auch gefordert. Denn im Prinzip sind wir eine Solidargemeinschaft.
jetzt auch mal interdisziplinär gesprochen. Also Tierärzte, Ärzte, Tierheilpraktiker, Heilpraktiker, Hebammen und so weiter. Wir sind eine Solidargemeinschaft und uns geht es um den Erhalt der Homöopathie. Das eine ist, wir brauchen professionell natürlich ein Bündnis, so sagen wir mal so. Und da ist ja auch was in der Mache. Aber wir brauchen auch flächendeckend persönliche, private Engagements, ob das jetzt ganz kleine Flecken sind irgendwo, eine Graswurzelbewegung, eine persönliche Initiative, die dann dokumentiert wird, wo man die lokale Presse anspricht, dass ihr in eure Ortsvereine der Parteien geht, dass ihr euch vielleicht sogar überlegt, Mitglieder zu werden von Parteien. Warum denn nicht, wenn euch insgesamt auch das Programm gar nicht so schlecht erscheint oder verbesserungswürdig, aber wirklich was zu tun. Okay. Ganz wichtig. Danke für den Appell. Karl, hast du noch einen? Achso. Ja, hallo, grüß Sie. Mich hat entsetzt, wie ich gerade gehört habe, dass Patienten sich gar nicht mehr trauen zu sagen, dass sie sich homöopathisch behandeln lassen. Und ich bin jetzt politisch nicht so versiert, aber kann man die Patienten nicht wirklich mehr aktivieren, wenn es so viele sind, die dafür positiv stehen, die so viel positive Erfahrungen gemacht haben, in Unterschriftensammlungen, ich weiß nicht, Bürgerbegehren oder ähnliches? Wir müssen doch die Leute stärken, die zu den Homöopathen gehen und die positive Ergebnisse erzielt haben dadurch. Ja, vielen und ich Dank. Ich denke, dass die Patienten auch wirklich dafür einstehen werden. Da bin ich ganz davon überzeugt. Vielleicht sollte man diesen Weg gehen und nicht den anderen. Ja, ein Teil meiner Arbeit ist ja auch der Aufbau des Bundesverbandes Patienten für Homöopathie. Und mit dem Patientenverband, den gibt es schon länger, nun aktivieren wir ihn seit einem Jahr und das läuft auch schon ganz gut. Aber es ist unvorstellbar langsam und langwierig und auch die richtigen Leute zu erreichen, das heißt über ihre Praxen. Da erreichen wir natürlich auch die Patientinnen und Patienten. Und da haben wir natürlich auch Material vorbereitet. In vielen Praxen liegt es bereits aus. Und schauen Sie mal auf bph-online.de, das mache ich hier. Richtig schön Werbung. Da kann man Fallgeschichten niederschreiben, aber da kann man vor allen Dingen auch Informationsmaterial bekommen. Und was wir gerade machen, seit 6 Wochen, wir gründen regionale Gruppen, um eben die Patienten vor Ort zu erreichen. Und da sprechen wir Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, Ärzte und so weiter und die Mitglieder des Vereins an, Gruppen zu gründen, um vor Ort Veranstaltungen zu machen, mit den örtlichen Medien ins Gespräch zu kommen. Die Pressearbeit unterstützen wir dann halt auch, um halt da dann, meinten wir auch im Verbund mit einer Apotheke, öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen machen und eben diese Patienten auch ein bisschen zu sammeln und auch das Thema Homöopathie vor Ort zu bekommen, weil wir so oben nicht ansiedeln können, weil wir nicht mit dem Chefredakteur der Zeit nicht ins Gespräch kommen, aber vor Ort. Genau das machen wir. Und da brauchen wir Ihre Mithilfe, damit das auch funktioniert, weil Sie sind unsere Multiplikatoren sozusagen, weil wir kommen nicht an diese vielen Leute so ohne weiteres heran mit unseren Möglichkeiten. Wir sind zu zweit quasi, die das gerade versuchen zu wuppen. Ist eine Möglichkeit. Das andere ist aber auch noch, vielleicht ein bisschen auf Ihre Frage zu antworten. Man traut sich vielleicht auch gar nicht mehr als Therapeut am Stehtisch bei irgendeinem Geburtstag zu erzählen, ja, ich mache Homöopathie. Wir versuchen jetzt auf verschiedenen Webseiten, aber auch gerade diesen offensiven Umgang damit, dass wir mit Fotos von Therapeuten, mit ihrem Spruch, warum sie Homöopathie anwenden, mit ihrem Namen und wo sie therapieren, einfach wieder mal so in die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, ja, ich praktiziere Homöopathie. Und hinter diesem Bild liegt ein Interview, in dem wird erzählt, warum das gemacht wird. Also auch jetzt an Sie auch von meiner Seite auch so ein bisschen den Appell, stehen Sie wieder dazu. Wir versuchen ja auch, was auch Thiago es macht, auch die Carsten-Stiftung es macht, wie viele es machen, auch die immer wieder Studienergebnisse, Argumente zu bringen. Factsheets, die wir veröffentlichen auf den Webseiten der Verbände beim BPH, Argumentationen zu liefern, damit sie einfach auch wieder selbstbewusst dastehen können und sagen, ja, ich therapiere mit Homöopathie. Und sei es mit einem T-Shirt, wo es dann draufsteht, dass man es tut, da muss man es auch nicht selber sagen. Haben wir jetzt noch eine Wortmeldung? Karl. Ja, an das Vorschlag zu den Patienten, die mehr zu aktivieren und einzubeziehen, kann ich nur unterstützen. Da schließe ich zunächst mal kurz an mit einer kleinen Anekdote. Ich erinnere mich an ein Fachgespräch auf europäischer Ebene zu arzneimittelrechtlichen Fragen. Und alle stellten sich vor, I'm speaking for this company, I'm speaking for that company. Und dann so eine kleine, schmächtige Vertreterin der europäischen Patientenorganisation, die es auch gibt, sagte, I'm speaking for 80 million Europeans using complementary medicine. Und
waren erstmal alle still. Was ich abschließen möchte, nur wäre noch die Frage oder sonst auch den Appell, wenn man es nicht ausdehnen möchte, oder auch die Aufforderung, uns noch mehr zu vernetzen, auch mit anderen betroffenen Therapiezweigen und entsprechenden Organisationen. Sprich, sonstige biologische, komplementäre, naturheilkundliche Medizin, Ärzte, wie auch Heilpraktiker, die ja in der Homöopathie schon sehr gut im Miteinander sind. In der Naturheilkunde sehe ich dieses Miteinander noch nicht so. Und auch explizit möchte ich nochmal die anthroposophische Community ansprechen, weil die hervorragend organisiert und vernetzt sind. Das sehe ich auf jeder Tagung, bei der diese Lobby auch dabei ist. Warum stehen die nicht auf, wenn sogenannte besondere Therapierichtungen aus dem Gesetz herausgeschafft werden sollen? Okay. Jetzt muss ich leider noch ganz kurz einen Satz zu dir noch sagen. Ausmachen oder leise mute. Wir machen mit dem Anthroposophischen Patientenverband Gesundheit aktiv, Kneippbund und Naturmedizin von der Carsten Stiftung. Da sind auch die Patientenverbände dabei, eine groß angelegte Imagekampagne, Weiz hilft. Heißt das, hatte ich ja gerade vorhin erwähnt, ja. Und wir sind ja auch mit da der sind wir halt dabei, wird auch von Therapeutenverbänden mit unterstützt. Und da machen wir eine sehr breit angelegte Aktion, therapieübergreifend, aber halt aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten. Ich denke, wir müssen jetzt langsam hier so zum Ende kommen. Aber ich möchte natürlich hier unser Podium nochmal in so einer Schlussrunde. Möchte ich vor allen Dingen Sie, Herr Seidenbach, nochmal bitten, Ihnen liegen noch zwei Sachen brennen unter den Nägeln, die Sie hier noch sagen möchten. Das würde ich gerne an Sie in der Schlussrunde geben und an unsere anderen vier würde ich gerne eine Antwort darauf haben. Was ist Ihr Einsatz in den nächsten 2-3 Jahren für die Homöopathie aus Ihrer Perspektive? Mit Ihrem Hintergründen. Aber Herr Seidenhardt hat eine Sonderrolle. Ja, vielen Dank. Ich habe, glaube ich, meine Punkte beidesgehend angebracht. Zwei Sachen wollte ich noch erwähnen. Einmal, weil wir vorhin ja über die Grünen so viel gesprochen haben. Die CSU hat sich ein neues Grundsatzprogramm gegeben vor 3 Jahren. Ich durfte da mitschreiben und ich wollte nur sagen, da steht ein Satz drin, der, glaube ich, sehr wichtig ist und der auch wegweisend ist. Der heißt, moderne Medizin hat einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist. Ich weiß nicht, ob Sie das viele... Der steht da drin und ich glaube, so wird auch in der Bayerischen Staatsregierung dann auch Politik gemacht. Das Zweite, was ich sagen wollte, weil das heute noch gar nicht angesprochen wurde, wie steht es denn um den Bund, um den Bundesgesundheitsminister, der von der Schwesterpartei CDU gestellt wird? Ich glaube, der macht das sehr vernünftig, der Jens Spahn, dass er nämlich sagt, wir tasten das nicht an. Das ist, glaube ich, auch deswegen gut, weil er doch die Wissenschaftler, wir haben vorhin was von dem Münsteraner Memorandum gehört, dass da doch viele an diesem Brett bohren und auch mitsägen. Und ich glaube, das ist sehr gut, dass Jens Spahn sagt, nee, das bleibt, wie es ist. Auch beim Thema Heilpraktiker übrigens, da gibt es ja auch die entsprechende Bestrebung, dass man hier was ändert. Er macht es nicht und ich glaube, das ist gut so. Das hat er auch mir persönlich versprochen, bis 2021, bis die Periode auf jeden Fall dauern wird, wird es so bleiben. Das ist, glaube ich, eine gute Botschaft, die ich noch anbringen wollte heute Abend. Also ich denke, für unseren Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte ist es auf jeden Fall wichtig, jetzt in den nächsten Monaten, ja, die Wahrung unserer Zusatzbezeichnungen, den Landesärztekammern, soweit, wie es auch auf Bundesebene schon vonstatten gegangen ist, zu implementieren. Das ist sicherlich für uns wichtig. Weiter ist für uns auch wichtig, klar die Kernbotschaften, die Klarheit zu formulieren auch und die auch zu kommunizieren und auch weiterzutragen, was zum einen eben die mediale Landschaft ist, aber natürlich auch in vielen, vielen Hintergrundgespräche, Dialoge mit den unterschiedlichen Verbänden, so wie wir hier sitzen, das weiter heranzutragen und auch weiterzuentwickeln. Dafür stehe ich jetzt für die nächsten 4 Jahre. Tiago, was ist dein Plan? Es gibt mehrere Pläne. Einer, das kann ich kurz erzählen, damit es auch transparent ist. Wir haben tatsächlich es hingekriegt, alle miteinander zu reden, in einem Gruppentreffen und wir möchten ein übergeordnetes Bündnis gründen, denn es ist so, wie Michaela das gerade gesagt hat, sie kämpft als Ärztin für die Homöopathie,
Wir kämpfen als Heilpraktiker, aber wir können es auch zusammentun an den Stellen, wo wir Schnittstellen haben. Ich bin daran interessiert, dass es eine hochqualifizierte Ausbildung für Ärzte gibt und dass die Zusatzbezeichnung erhalten bleibt. Das weißt du. Und andersrum ist es, dass du dich freust, wenn wir viele gute Heilpraktiker haben. Das weiß ich. Auf jeden Fall. Genau. Und das ist etwas Schönes, wenn wir so eine Bündnisstruktur entwickeln. Da sind wir gerade dabei, wo alle Organisationen, die im Rahmen der Homöopathie etwas tun wollen für eine gemeinsame Strategie, dass nicht jeder für sich alleine wurschtelt, sondern wir vielleicht auch ein bisschen dazu kommen, miteinander zu sprechen, es abzusprechen. Und das kann der Beginn einer Strategie sein. Ja? Da das aber noch ein zartes Pflänzchen ist, haben wir erstmal beschlossen, das düngen wir noch ein bisschen, bevor wir lospusten in die Welt. Ne? So. Und das andere, was ich sicherlich tun werde, ist, dass ich in dem Rahmen, wie ich eingebunden bin in meiner Arbeit, mich weiter um die Qualitätsverbesserung in Ausbildung und auch in Forschung bemühe, auf den Ebenen, wo ich das halt schon tue. Okay, vielen Dank. Ja, für mich ist, denke ich, sicherlich wichtig, Seinert hat vorher schon das Landwirte-Bashing angesprochen, das ja im Moment ziemlich heftiger teilweise ist. Und ich denke, es muss einfach wirklich publik gemacht werden, wie die Landwirte Homöopathie einsetzen. Und es macht jeder Dritte mittlerweile in Deutschland. Und das ist einfach was, das auch nach außen getragen werden muss. Und die lieben die Homöopathie und es funktioniert gut. Und die sparen mit dem eben auch sicherlich viel Antibiotika ein. Und das ist, denke ich, einfach ein wichtiger Punkt. Jeder Dritte Landwirt? Ja. Also wenn ich die 20.000 Landwirte nehme und wenn man dann schaut, wie viel das noch gibt und es werden immer weniger, dann sind wir gleich bei jedem Dritten. Okay. In etwa. Ja. Okay, super. Stefan. Ja, was ich für die Homöopathie tun will, das habe ich ja schon erklärt. Da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Was ich aber schon noch sagen möchte, ist, dass wir auch für den Erhalt des Heilpraktikerberufs kämpfen müssen. Und auch der Ralf ist ja da, der sich da super engagiert als unser Vorsitzender, der auch gleich noch einen kleinen Applaus dafür verdient hat. Aber gleich. Ja, weil sowas ist ja, das ist ja zumindest für uns Heilpraktiker im Moment auch eine immanente Geschichte, obwohl wir gerade gute Nachrichten vom Herrn Seidenhardt hörten. Aber wenn ich vorhin sagte oder euch aufrief, euch zu engagieren, dann habe ich vielleicht ein bisschen übersehen, dass hier ja viele sitzen, die das schon tun und uns da auch unterstützen. Und wenn ich hier so rumgucke, sitzen hier ganz viele aktive Menschen, die auch Unterstützung wiederum von uns, von euch verdient haben. Und auf die Gefahr, dass ich jetzt jemanden vergesse, möchte ich den Marvin Zander erwähnen, weil der einen tollen Podcast den man mit viel Freude und mit viel Gewinn hören kann. Dann haben wir da hinten die Gruppe Wir für Homöopathie sitzen, ein bisschen verstreut, die sich mit dem wirklich gelungenen Politikerbriefen engagiert hat. Wir haben Josef und Susanne, die die Homöopathie-Vernetzt-Gruppe ins Leben gerufen haben, die sicherlich auch einen großen Anteil hier an diesem Kongress haben. Ja. Dann sitzt hier Globulista. Ich weiß gar nicht, ob die noch hier sind heute. Grad. Nee, die sind gestern abgereist. Okay, aber die saßen hier und die kriegen auch einen Applaus. Ja. Wir applaudieren, sind wir trotzdem. Super engagieren. Und, oder wir haben natürlich auch die HK, die Kirsten ist da, die eine ganz große Rolle spielt. Also nur damit nicht der Eindruck entsteht, dass nichts passiert. Also weiter so und mehr davon. Oh. Und der Verlag, Entschuldigung, natürlich. Ja, dem bleibt da kaum noch was hinzuzufügen. Ich danke Ihnen, dass wir vor allen Dingen so super miteinander ins Gespräch gekommen sind und dass Sie auch bis zu guter Letzt, obwohl wir es gerade mal eine Viertelstunde auch überzogen haben, bei der Diskussion geblieben sind. Und ja, ich denke, wir packen es zusammen an. Vielen Dank.